Ja, servus. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Elvira Schmidt. Ich bin hier in Ammerang im Hotel Stein und habe hier Eus Bredel dabei, das schon ganz früh erlebt hat. Und was das mit Einrichtungen und mit Kunst zu tun hat, das zeige ich euch, wenn ihr mir folgt und mitkommt. Alle Teile, die ich verwende, wären sonst verschwunden, entsorgt worden. Und was ich jetzt alles verwende, das zeige ich euch jetzt mal. Das zum Beispiel war euer Schubladenboden. Da sieht man noch das, was rausbrocher, abbrocher, sind Gebrauchsspuren drauf. Das ist ein altes Kommodenteil. Da hat mal jemand richtig mit irgendwas umeinander geschlagen. Das sind hier einzelne Schubladen, da Kastel. Und da sieht man, dass die Bodenbredeln praktisch zum Bild geworden sind. Das hier war von einem Stadel, von einem Pferdestall, sieht man noch die Zacken. Und das hier, das war ein Deckel, da sieht man noch den Griff. Das war wieder euer Schubladenboden. Da sieht man, wie das Motiv hier so reinragt und drumherum ist das wie ein Rahmen. Das ist ein altes Schaukelbrett, das hing unterm Birnbaum und der Besitzer hat mir das gegeben, der hat das im Alter von 9 Jahren aufgehängt, jetzt ist er fast 80. Das ist von der alten Orgel in Sendling, das sind Teile, die ich da eingesammelt habe und die ich dann nochmal neu arrangiert habe. Das ist ein altes Bierfassel aus Wasserburg vom Bruckbräu, die Brauerei gibt es schon gar nicht mehr. Also überall da steckt Zeit drin, Zeitspuren und das spürt man dann im fertigen Bild. Das spürt man in einem Raum, das spürt man in einem Wohnraum oder auch im Geschäftsraum und alle, die reinkommen, spüren das auch. Das ist ein nachhaltiges Gefühl. So wie es Fast Food gibt, gibt es auch Slow Food. So Fast Fashion gibt es auch Slow Fashion und meins ist vielleicht Slow Art. Ich habe eine Mission. Ich möchte all diesen Holzfundstücken ein zweites Leben als Kunstwerk geben. Und wie das ganz genau funktioniert, wie so ein Bild entsteht, werde ich demnächst in einem anderen Video zeigen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, liked uns, damit ihr nichts verpasst und unsere nachhaltige Mission unterstützt.